Ei. Ich hab's doch gesagt. Ich bin so ein Chef, ne? Ja. Unglaublich. Schon den ersten Teil haben wir uns gemeinsam angeguckt. Und zwar das Outfit-Battle zwischen Willi, Vincent und Robert. Am Wochenende ist ein zweiter Teil rausgekommen. Titel, unbegrenztes Budget, aber nur 10 Minuten Zeit. Ich denke mal, die werden wieder in derselben Location sein. Nee. Vielleicht doch nicht. Ah, wir lassen erstmal hier die beiden Kollegen erzählen, ja, und dann sage ich was dazu. Aber ich glaube, Prinzip ist erstmal klar. Budget ist egal, mach fertig, aber nur 10 Minuten Zeit für ein Outfit. 10 Minuten Zeit für ein Outfit ist nicht viel, gerade dann, wenn man nicht hundertprozentig eine Übersicht der ganzen Pieces hat. Deswegen nicht unterschätzen. Schau mal rein, Freunde. Ich würde sagen, wir schnicken jetzt erstmal, wer hier den Start macht, oder? Freunde. Okay. Okay. Ah, okay, also Willi hat gewonnen. Das Also heißt, darf er entscheiden, wer anfängt. genau, darfst du entscheiden, wer anfängt. Ja, dann fange ich natürlich selber an. Warte Ja, selber sehr an. geil. Dann würde ich sagen, Willi. Kein schlechter Move, weil so hat er die Auswahl aller Pieces. Ich denke mal, sobald quasi was gepickt wurde, darf der andere es vielleicht nicht mehr nehmen. Ne? Man weiß es nicht. So, Freunde, ich habe netterweise diese mobile Garderobe hier zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich mir die Teile auch direkt auffangen kann. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter rum. Darf man nur ein Oberteil, eine Hose, ein paar Schuhe oder geht auch mehrere? So auf Testen. Falls das nicht klappt, nämlich habe ich noch Plan B im Petto. Wie fangen wir denn da am besten an? So, vorhin schon. Boah, was mir direkt auffällt, super viel Auswahl. Mal beim Durchgucken so ein bisschen gespottet, aber es ist gar nicht so einfach. Die durften aber einmal vorher durchgucken, finde ich Ein paar fair. Teile gesehen. Das Wichtigste ist natürlich immer irgendwie eine Hose zu haben. Das ist eine gute Basis, um das restliche Outfit aufzubauen. Ja, immer wieder gesagt, Freunde, Hose, sehr, sehr gute Wahl, um damit ein Outfit zu starten, beziehungsweise um damit schon mal das Fundament für den Rest zu So, legen. Freunde, wie gesagt, also ich muss jetzt mal ein bisschen schauen hier. Ich muss leider auch Gottes auch mal so ein paar Sachen hier rausholen. Aber ja, so ist es halt, wenn man eine Outfit-Challenge hat, ne? So, dann nehmen wir mal ein weißes T-Shirt mit, dass man da auf jeden Fall auch safe ist. Okay, aber es sieht tatsächlich so aus, als könnten die beliebig viele Pieces mitnehmen. Also nicht nur ein T-Shirt, sondern wenn es sein muss, auch ruhig drei oder vier T-Shirts. So, was haben wir hier noch? Kleine Säckchen als Alternative. Schuhtechnisch, Vince hat ja gesagt, wir können auch unsere eigenen Schuhe anziehen, aber ich finde tatsächlich diese, was ist das hier? Stepney Workers Club Schuhe, ziemlich nice. Robert hat mir vorhin gezeigt. Die werden es auf jeden Fall. Ja, die Jacke werde ich noch mitnehmen hier. Und dann schauen wir mal, ob wir es zusammenkriegen. Gut, Willi hat sein Outfit gepickt, jetzt müssen wir hier noch entscheiden. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin schlecht in Schnick, Schnack, Schnuck, du wolltest mir das nicht glauben. Mal sehen. So Ja. schlecht aber Okay, wahrscheinlich auch nicht. der absolut cringe an der Stelle, wer Schnick, Schnack, Schnuck nicht bis 3 spielt. Also, kann ich gar nicht ernst nehmen, by the way. Ich würde sagen, du hast Pech gehabt, Digga. Du musst hier als letztes. Sind die internationalen Schnick-Schnuck-Regeln. Daran. Und ich ziehe direkt mal durch. Kannst du meine Zeit stoppen? Ist das okay? Ja, mache ich. Okay, dann sagst du mir, wenn du ready bist, ja? Ja, warte, noch nichts anfassen. Ich habe die Augen noch zu. Okay, na, ich lasse mir hier ein bisschen Zeit, ist ganz entspannt, weil ich habe einen großen Vorteil. Ich trage ja nur schwarz. Das heißt, 80% vom Sortiment fallen hier schon mal raus. Und wird gleich hier bei dem Rack starten. Blau geht, glaube ich, noch klar. Ich habe hier ein Piece vorhin schon, muss ich ehrlich gestehen, gespottet. Das war hier die Geschichte. Das finde ich schon sehr, sehr krank. Ich weiß ja nicht so richtig, ob und wie man das hier irgendwo mit reinbekommt. Aber So ein bisschen Schal mit Kapuze, nice. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich hänge es mir einfach mal mit auf meinen Rack und sortiere dann am Ende nochmal aus. Also ich mache eine Vorauswahl und dann schau. Ah, ganz systematisch hier der Vincent, ne? Wichtig und Schauen wir richtig. mal weiter. Ich kenne den Store, by the way, nicht. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Auswahl haben. Ich habe gerade so ein bisschen Magella erkannt. Hat Willi Sachen anprobiert? Nee, ne? So, ich glaube, Freunde, besser wird es nicht werden. Ich denke, ich bin einfach durch hier an der Stelle. Okay. Vincent hat sogar noch über eine Minute übrig gehabt. Aber er scheint sich sicher zu fühlen. Okay, Leute, ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt hier gleich draus machen. Und ich würde sagen, es kann losgehen. Willi. 3, 2, 1 und Let's go. So, ich muss sagen, sneaky wie ich bin,
habe ich mir schon ein bisschen umgeguckt und auch schon ein paar Sachen rausgesucht, die mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel habe ich hier auch dieses Hemd von CDG. Das habe ich mir auf jeden Fall schon rausgesucht. Das kommt auf jeden Fall auf den Rack. Und noch eine Sache, ganz... Ah, das sah jetzt aber nicht cropped aus. Das ist wichtig. Die habe ich mir vorhin auch schon rausgesucht. Sehr nice Jacke, bin sehr froh, dass Willi und Vincent sich die nicht geschnappt haben. Und der Rest müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich glaube, das große Problem wird tatsächlich die Hosen sein. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Na, das könnte schon passen. Weiß jetzt nicht, was Robert sich bei der Auswahl gedacht hat, bei dem Hemd und bei der Jacke. So rein längentechnisch, so vom Body sah das jetzt nicht kompatibel aus, aber ich lasse mich überraschen. Ich überlege halt auch, ob ich es jetzt so mache, dass ich so ein bisschen, vielleicht auch mal, das kommt jetzt vielleicht unerwartet, aber auch mal eine Skinny Jeans pulle. Das könnte man auch überlegen. Wie Skinny Jeans? Eine stagnant Vibes? Täuschen kann eigentlich nur ein Rotz-Outfit sein. Schön Skinny Jeans. Okay, also ich trage eigentlich nie... Freunde, ich habe es schon häufig mal gesagt. Sehr, sehr häufig gesagt. Skinny Jeans, come back soon. Soon, Freunde, hört auf meine Worte. Skinny Jeans, das wird jetzt das große Problem, ob mir das am Ende gefällt. Aber ich werde mir jetzt einfach mal eine meiner Größe raussuchen. Auf jeden Fall, Leute, wir haben einige Optionen. Ich habe überlegt, vielleicht so ein bisschen Saint Laurent-Vibe zu machen mit dem Hemd. Ich glaube, das hat sich Vince auch gepickt. Und dann der Jacke drüber, lasse ich vielleicht nur so eine Seite raushängen. Sonst haben wir natürlich auch die Option hier mit dem Hemd, vielleicht dann das darüber gelayert. Ah, okay, das Hemd war gar nicht für die Jacke gedacht. Und dann vielleicht nochmal. Wollte mich schon sagen, ich glaube, das wäre nicht die beste Kombo gewesen, aber muss man angezogen sehen. Die Weste darüber gelayert. Ja, ich glaube, er wird safe diesen Westen-Look nehmen. Da sitzen wir hier wieder zusammen, Freunde. Wie sind euch die 10 Minuten reingegangen? Das ist eine übelste Pressure auf jeden Fall. Findest du, ja? Ja. Ehrlich? Ich finde, es ging sogar. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Der Letzte, der ausgesucht hat, darf auch als erstes präsentieren. Zieh dich mal um und zeig mal her. Machen wir. Deine Geschichte. Machen wir. Ich erwarte die Lederweste, Freunde. Hört auf meine Worte. Lass den Mann jetzt einfach mal reinlatschen, nee, oder? Ja, Leute, es ist auf jeden Fall sehr experimentell geworden, aber ich bin super zufrieden. Komm. Ey. Ich hab's doch gesagt. Ich bin so ein Chef, ne? Unglaublich. Ja. Sehr viele Straps, ja. Sehr viele Straps, aber nicht genug Taschen, leider. Das stimmt, ja. Alter, okay. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Like a fucking angel kommst du hier auf jeden rein. Ja. Mal die Arme, breit mal die Arme aus. Ja. Achso, die hängen leider nicht drunter. Schade. Aber da sind leider keine Straps dran. Die Weste ist hart. Ja, okay. Hier mit so einem kleinen... Es kommt ja auch bald die neue Herr-der-Ringe-Serie. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, da vielleicht noch mitzumachen. Ja, vielleicht gönne ich das damit, oder? Jesus, alles komplett... Mit den Schuhen alles von hier. Ich muss sagen, obenrum gefällt es mir sehr gut. Unten ist ein bisschen verschenktes Potenzial. Sag ich euch ehrlich. Ich finde das Hemd hart. Hemd mit der Weste hart. Ob man da drunter jetzt zwingend noch diesen Rollkragen pullen muss, I don't know. Aber kann man machen. Auch cool, dass er so auf asymmetrischen Look gegangen ist. Mit nur eine Seite raushängen lassen. Aber ich finde so unten, weiß ich nicht, da noch nicht mal die Hose, aber die Schuhe weiß ich nicht. Da hätte man noch mal ein bisschen, für ein bisschen Pep. Das sieht so zu basic für den Rest aus. Aber ansonsten, oben gefällt es mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das meiste ist auch CDG. Das meiste ist von Comme des Garçons. Das sieht nice. Hard aus auf jeden Fall. Ja. Also ich bin zufrieden, das war auch meine erste Idee. Richtig geil. Willi, Fall willst du mega. Oder kann ich gerne machen. Dann machst du die Mitte. Ja. Ey, gut vorgelegt von Robert. Man kann sagen, dass er seiner Linie, die er sonst fährt, treu geblieben ist. Gerade obenrum mit dem Hemd und der Weste ist halt so dieses typische, das heißt typische Robert-Ding, aber passt schon sehr in seine Ästhetik rein. Unten hat es ein bisschen was gefehlt. So, Willi ist ready. Auch hier bin ich wieder ultra pumped. Ich würde sagen, lauf einmal rein, Großer. Zeig dich mal. Klar, Ruhe. Ah! Der Surferboy. Was hab ich gesagt? Du hast es gesagt, ja. Ja, ich muss, kleiner Disclaimer, ich habe jetzt, das ist insgesamt die vierte Hose, die ich anziehen musste, weil keine von den Hosen, die ich mir gepickt habe, gepasst hat. Aha, hier am Schummeln oder was? Und die Ersatzgrößen gerade alle verliehen sind. Aber ich finde, die ist ganz gut. Nee, ganz es passt gute Alternative. Ich muss sagen, diese Jacke passt sehr gut zur Hose. Relativ einfach, ihr Raswert, ich weiß, Sweater weiß ich gerade gar nicht genau. Hose habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet und die Schuhe. Digga, läuft auf jeden Fall. Ja, gut vorbereitet. Gute Präsi. Ja. So ein bisschen so ein Surfer im Winterlook irgendwie, ja. Aber gefällt mir gut. Ist halt relativ einfach, aber so ist ja halt auch mein... Ja, ein bisschen einfacher gehalten, nicht
zu experimentell. So Hose, farbtechnisch zu den Schuhen abgesteckt. Dazu ein schlichter Pullover oder hier ein Cardigan. Ich habe es gar nicht hundertprozentig erkannt. Und dann so der Main-Fokus ist dann die Jacke, so rein farbtechnisch. Ich finde es aber rein auch von den Farben her gar nicht schlecht. Den Style, so von daher. Du bist hier toll geblieben. Wir haben vorhin schon gesagt, aber auf jeden Fall der Typ mit am meisten Farbe. Es ist ein Outfit, sehe ich auch hundertprozentig so bei Willi. So, sowohl bei Robert als auch bei Willi, muss ich sagen, haben sich jetzt nicht verkleidet oder so oder auf Kampf irgendwas anderes gemacht, sondern das sind schon Sachen, können die 1:1 so auch in der Database rocken. Aber wahrscheinlich, das war klar eigentlich. Ne? Aber ich finde, wir sind, also bis jetzt sind alle sich treu geblieben, weil das auch, muss man mal ehrlich sein, ist schon auch ein Robert-Fit. Kann den, schon sein, den du dir herausgekramt hast. Ja, würde ich sagen, quatsch mal gar nicht weiter und ich mach mal hier meinen Abgang. Okay, wir haben schon so ein bisschen rausgehört, dass Vincent wahrscheinlich mit einem All-Black-Outfit um die Ecke kommt. Auch schwarz kann punkten. Ich bin sehr gespannt, ob er diesen Schal so auf Priester angelehnt, dieses blaue Ding mit integriert hat, weil das ist sehr interessant. Lang genug gewartet, jetzt ist der gute Vincent dran als letzter. Deswegen würde ich jetzt sagen, Vincent, the stage is yours. Geht los, letztes Outfit. Bin gespannt. Oh. Geil, Digga. Heieieiei. Ja, sehr geil. Oho. Also, du hast recht behalten, mein Guter. Ja, ein Tracksuit. Tracksuit. Erzähl mal aber was. Aber ganz so predictable war es denn doch nicht. Nee. Ganz so predictable war es. Ja, Magella Tracksuit. Einfach, finde ich, muss am Stück sein. Ich habe mal wieder ultra Bock auf den Tracksuit. Schon seit Wochen bin ich auch so ein bisschen am Ding. Roothemd unten drunter. Dann die Bag, weiß ich gar nicht, was das hier ist. Habe ich mir einfach gegrabt. Ja. Und ein paar Shades noch dazu. Eine Sache taugt mir leider gar nicht, Chat, an dem Outfit. Zu. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe versucht, Schuhe anzuziehen hier. Gab es leider nicht in meiner Size und ich hätte jetzt einfach irgendwas nehmen müssen. Deswegen habe ich leider, Freunde, es tut mir leid, die eigenen Gucci-Laufer genommen. Hier ganz lieb mit dem Horsebit vorne noch dran. Auf ein bisschen Cowboy angelehnt hier. Also ich bin ganz zufrieden. Ich finde die Schuhe, auch wenn er da ein bisschen am Schummeln war, super nice zu dem Outfit. Ich finde nur die Länge vom Hemd schwierig, gekoppelt mit der Jacke. So ein Airport-Outfit, so gerade so kommst du irgendwie aus irgendeiner Urlaubsgegend, Barcelona-mäßig, kommst gerade. Ich glaube, hätte er vielleicht sogar die Jacke komplett weggelassen, wäre es noch ein viel cleanerer Fit. Also, ja, finde ich sehr nice. Also, ja. Ich finde die Kombination so aus so einem ja, so ein bisschen Saint Laurent-mäßigen Hemd und so einem Tracksuit eigentlich ganz interessant. Also, ja. Finde ich gelungen. Ja, und ich habe richtig Bock auf Kokain gerade. Kommt auch noch schön aus Ibiza gerade kommen. Ja, genau. Schön reingezogen. Ich muss aber sagen, ich glaube, Vincent ist sogar am meisten aus seiner Comfortzone rausgekommen. Und das rechne ich ihm hoch an. Es war so das am wenigsten predictable Outfit. Plus, er hat auch so Sachen gemacht, die jetzt nicht gängig sind. Ich meine, klar, man kennt es von Gucci, noch von ein, zwei anderen Brands, aber so diese Tracksuit-Nummer mit Loafern ist schon sehr wild und kommt hier auch knackig. Sagen, dann sind wir schon durch, ja. Weil die Bewertung, die machen natürlich nicht wir, sondern die überlassen wir wie immer unserer Community. Boah, Freunde, was sagt ihr? Wer macht hier das Rennen? Ich bin ehrlich, ich gebe den Win an Vincent. Hätte er die Jacke ausgezogen und so mäßig so unterm Arm geschraubt oder so, dann wäre das meiner Meinung nach... Es ist... Ne, ich bleib dabei. Vincent gewinnt das Ding hier. Ganz knapp. Robert auch sehr gut. Ey, auch Willis Vincent. Ja, nicht schlecht oder so, gar nicht irgendwie falsch verstehen, aber es ist halt das Basic, also am sehr, sehr Basic-lastig. Deswegen, appreciate ich hier, ja, dass da sowohl bei Robert, da hat mir untenrum ein bisschen was gefehlt, bin ich euch ehrlich. Aber Vincent hat das einfach auch so vom Konzept her am besten gelöst. Vincent macht das Rennen. Gerade so Hose mit Schuhe hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr knackig. Baba Ding. Haben wir mal wieder eine gute Übersicht gemacht, was da rausgekommen ist. Baba. Ich bin echt gespannt, was danach kommt, Freunde.